Norddeutsches Fußballhoch. Der FC St. Pauli steht als Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga fest. Nach dem 3:1 gegen Osnabrück gab es beim Kiez-Cup kein Halten mehr. Zuvor hatte sich bereits Kiel erstmals das Erstligaticket gesichert. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Guten Morgen. Ja, am 9. Mai, da nahm Sergei Shoigu noch die Militärparade zum Tag des Sieges in Moskau ab. Mehr als 2 Jahre nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Kreml-Chef Putin seinen Verteidigungsminister, muss ich auch sagen, engsten Vertrauten tatsächlich entlassen. Überschattet von Protesten gegen Israel hat der Schweizer Sänger Nemo den Eurovision Song Contest in Malmö gewonnen. Deutschland wurde 12. Beim Empfang in Zürich zeigte sich der 24-Jährige, der ja eigentlich in Berlin lebt, noch immer überglücklich. Nemo ist der erste sogenannte nicht-binäre Gewinner des ESC. Ja, und das bedeutet, er fühlt sich nach eigenen Worten eben weder als Mann noch als Frau. Es gibt ja auch immer wieder viel Kritik am ESC, muss man sagen. Daher auch mal unsere Frage des Tages an Sie. Sollte Deutschland Ihrer Meinung nach die Ausgaben für den ESC erhöhen, beibehalten, reduzieren oder sogar ganz auf die Teilnahme verzichten? Nehmen Sie Ihr Handy, scannen Sie den QR-Code und machen Sie gerne mit bei der Abstimmung. Das Ergebnis gibt es dann um 18 Uhr in der Welt am Abend. Wir schauen zum Fußball nach Holstein. Ja, ja, da gab es einiges zu feiern. Absolut, feuchtfröhlich, allerdings, kann ich mir vorstellen. Nach Holstein-Kiel hat jetzt auch St. Pauli den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Der Fußballgott meint wohl zurzeit ziemlich gut mit den Norddeutschen. Ja, der Kiez in Hamburg, der hat tatsächlich gebebt und das tut er wahrscheinlich immer noch. Mit St. Pauli hat die Bundesliga nach 13 Jahren ihr selbsternanntes Freudenhaus zurück. Mit einem 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück, da hatte St. Pauli zuvor eine grandiose Saison gekrönt. Es ist der 6. Bundesliga-Aufstieg der Braun-Weißen, die zuletzt 2011 wieder abgestiegen waren. In der Fußball-Bundesliga setzt der neue Meister Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie fort. Die Werkself gewann am Abend beim VfL Bochum klar mit 5:0. Damit ist Leverkusen im 50. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Ja, zuvor hatte der FC Bayern 2:0 gegen Wolfsburg gewonnen und damit seinen 2. Tabellenplatz verteidigt. Hoffenheim siegte beim Absteiger Darmstadt mit 6:0. Klare Angelegenheit. Verkehrsstau in London. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist eigentlich kein Thema. Ja, man muss sich nur fortbewegen. Man muss sich nur wissen, fortzubewegen. So, worum wird es richtig? Zum Beispiel für die österreichischen Fallschirmspringer Marco Fürst und Marco Waltenspiel. Die fliegen einfach über die Metropole hinweg. Ja, abgesprungen sind die beiden mit einem Wingsuit aus einem Hubschrauber. Und zack, dann geht's steil nach unten. Bam. Über die Themse, durch die Tower Bridge. Das ist das erste Mal, dass Menschen durch dieses ikonische Bauwerk geflogen sind. Und die beiden Fallschirmspringer, die erreichten während dieses Sprungs dann tatsächlich sogar eine Höchstgeschwindigkeit von 246 km/h. Muss man auf jeden Fall gut zielen, damit man da auch absolut richtig reinfliegt. Ne? Ja. Wir fliegen auch mal ein bisschen. Wir fliegen auch mal ein bisschen nach oben, liebe Zuschauer und Zuschauer. Schauen Sie mal. Wir haben da mal was vorbereitet. Oh, oder? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Oh ja. Das sieht wirklich schön aus hier, muss man sagen. Frühling würde mir erstmal genügen, nicht gleich Sommer. Das wird noch heiß genug, glaube ich, in diesem Jahr. Aber trotzdem. Dir, temperaturtechnisch, wir können ja gleich mal die Maira fragen, aber ja, ich glaube, das sieht schon eher Richtung Sommer aus, oder? Absolut, ich bin da voll bei dir. Okay, naja gut, morgen Maira, guten dann sag morgen mal, wie wird? Also es wird überwiegend sehr schön und vor allem warm. Das gilt für fast alle. Nur der Südwesten, der ist heute ein bisschen im Hintertreffen. Ansonsten zu den schönen Temperaturen auch noch sonnensatt, wie wir es gerade gesehen haben. So starten wir in die neue Woche, also gar nicht so verkehrt. Heißt also in die neue Woche wirklich nochmals sehr freundlich. Guten Morgen. Ja, aber morgen ziehen dann die Gewitter in den äußersten Westen und auch Südwesten. Ab Mittwoch geht es dann allerdings im Süden und Westen wechselhaft mit kräftigen Schauern und auch Gewittern zum Teil weiter, während der Nordosten ja mit viel Sonnenschein verwöhnt wird, kann man schon sagen. Die Temperaturen bleiben dort dann auch auf einem ähnlich hohen Niveau. Und vor allem die Eisheiligen, die wären ja jetzt gerade, ne? 11. bis 15. Wir bleiben verschont. Wir hatten ja genügend frostige Nächte schon im April. Heißt also,
jetzt erstmal keine Frost. Heißt es auch mit den Eisheiligen, wenn die nicht kommen, dann ist der Sommer also eigentlich geritzt, ja? Oder war das eine andere Regel? Ich bin da jetzt gerade nicht so. Ich recherchiere das auch nochmal. Recherchiere nochmal. Aber ich weiß, mit den weit im Voraus liegenden Voraussagen ist das ja immer so eine Sache. Aber wir gucken trotzdem. Ja, ja. Man weiß ja nicht, wie es kommt. Danke. Genau. Nicht nur beim Wetter. Der Norden klar bevorteilt, muss man sagen, beim Wetter und auch beim Fußball. Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Aber wir müssen natürlich auch nach Moskau schauen. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin, der hat ein bisschen überraschend seinen Verteidigungsminister Shoigu entlassen. Was das bedeuten könnte, was dahinter stecken könnte, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück hier bei Welt. Freude. Und wir schauen ja sehr, sehr freudig auf den Fußball. Der FC St. Pauli, der steht vorzeitig als zweiter Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga fest. Die Kiezkicker gewannen gestern mit 3:1 gegen den VfL Osnabrück. Können dadurch am letzten Spieltag nicht mehr von den beiden direkten Aufstiegsplätzen verdrängt werden. Die Freude natürlich entsprechend groß in Hamburg. Ein Traum, den nicht nur St. Pauli lebt. Denn schon am Samstag machen die Störche von Holstein Kiel als erste Nordlichter den Aufstieg in die Bundesliga klar. Singen kann man nur ein bisschen feilen, aber müssen sie auch nicht immer so Fußball spielen. Ja, aber ich freue mich. Ne? So. Auch für Holstein Kiel. Ist immer schön. Anlässlich der Invictus Games besuchen Meghan und Prinz Harry gerade Nigeria in der Hauptstadt Abuja, besuchte das Paar ein Basketballcamp. Ja, und der Prinz, der demonstrierte dabei mal wieder seine sportlichen Fähigkeiten. Und zwar reisen die beiden nicht als offizielle Repräsentanten der britischen Krone nach Afrika. Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden ja immerhin vom nigerianischen Generalstabschef eingeladen. Bei den Invictus Games handelt es sich um eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Veteranen, die Prinz Harry 2014 selbst ins Leben gerufen hat. Gute Nachricht des Tages ist tatsächlich heute eine. Forscher ist es nämlich möglicherweise gelungen, Kunststoffprodukte herzustellen, die vollständig zerfallen. Und zwar ohne, dass sich Mikroplastik bildet, welches dann tausende Jahre in unseren Meeren und unserer Umwelt bestehen bleibt. Ja, sehr schön. Wissenschaftler der University of California und auch des Materialunternehmens Algenesis, glaube ich, so heißen die, teilten mit, sie hätten einen Weg gefunden, Kunststoff mit Polyutheran herzustellen, der komplett kompostiert und abgebaut werden kann. Basis des neuen Produkts sind demnach eben Algen. Genau so ist es. So, mit dieser Meldung hinüber zu Mahira, zu vortrefflichem, ja fast schon Sommerwetter. Was heißt fast schon? Bei 25 Grad ist Sommer, oder? Kann man offiziell von einem Sommertag sprechen, genau. Irre. Irre. Und es gibt sogar bis zu 27 Grad in der Spitze. 13. Mai? Wahnsinn. Ich freue mich. Ich auch. Man darf sich auch mal freuen können, oder? Ja, ist doch nicht ja, immer schlecht. Ja, wir haben es verdient. Obwohl, so schlecht war es ja gar nicht. Aber man muss auch sagen, wir sind im Nordosten auch in den kommenden Tagen bevorteilt. Oftmals heute aber Hochdruckeinfluss, welches unser Wetter dominiert. Vor allem im Nordosten. Morgen ziehen sich die Gewitter dann aber in den äußersten Westen und auch Süden zurück. Ab Mittwoch geht es im Süden und Westen dann allerdings auch wechselhafter weiter mit kräftigen Schauern und auch Gewittern. Ja, wie schon gerade gesagt, im Nordosten bekommen wir davon kaum was mit. Hier gibt es weiterhin sehr viel Sonnenschein. Und dort bleiben die Temperaturen auch auf einem ähnlich hohen Niveau. Und wir hatten es vorhin ja auch schon gerade, die Eisheiligen, die gibt es in diesem Jahr nicht. Gut, wir hatten ja natürlich ziemlich frostige Nächte im April, reicht jetzt langsam auch. Ja, das allerdings. Ist wohl wahr. Auf Kälte habe ich keine Lust mehr. Nee. Danke, Maira. So, nicht mehr lange hin, liebe Zuschauer und Zuschauer, dann steigt sie, die EM-Party in Deutschland. Und am Donnerstag, da will und wird ja Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen kompletten Kader für die anstehende Europameisterschaft bekannt geben. Komplett deshalb, weil schon vorab der ein oder andere Name nicht nur gehandelt, sondern preisgegeben wurde. Ja, und das ist tatsächlich neu. Das Ganze ist zum Beispiel auch per Social Media passiert. Neben dem Münchner Alexander Pavlovic, Manuel Neuer, Nico Schlotterbeck wurde zum Beispiel auch Jonathan
Katar schon vorgestellt als Teil des EM-Kaders. Der DFB möchte sich offensichtlich mal ein bisschen neuer, innovativer, moderner präsentieren. Genau. Eine 93-jährige Oma damit zu überraschen, ich meine, die war schon... Aber schöne Idee. Ja, ne, man muss... Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So, jetzt schauen wir auf einen blutigen Eklat. Für den hatte am Montag nämlich John Fury, tatsächlich der Vater des Schwergewichtsboxers Tyson Fury, in Saudi-Arabien gesorgt. Noch vor dem Kampf seines Sohnes legte er sich nämlich mit dem gegnerischen Lager an und verpasste einem seiner Gegner einen heftigen Kopfstoß. Voll auf die Nuss sozusagen. Die Attacke ließ den ehemaligen Bare-Knuckle-Kämpfer mit einem blutigen Cut auf der Stirn zurück. Sein Gegenüber blieb unverletzt. Immer wieder kommt es bei Fury zu solchen, wie nennt man das, cholerische Ausraster? Zuletzt warf er ja bei einer Pressekonferenz zum Kampf seiner beiden Söhne einen Tisch in Hollywood-reifer Manier um. Eieiei, deutlich zivilisierter. Ne? Hier wird gar nichts umgeschmissen. Ne? Und warum auch? Man kann ja auch schwer zufrieden sein. Also ganz genau. Mehr als zufrieden mit dem Wetter aktuell. Morgen Maira. Guten Morgen. Es geht ja so weiter. Also zumindest heute erstmal noch. Genau, und bei uns geht es auch noch in den kommenden Tagen so weiter. Also, das ist fein. Ja, aber heute und morgen generell. Ja, schön. Oder herrlich einfach nur. Es erwartet uns, so kann man es auch formulieren, ein weiterer schöner frühsommerlicher Tag mit sehr viel Sonnenschein. Guten Morgen. Im Laufe der Woche nimmt die Schauer- und Gewitterneigung dann, wie ja gerade angesprochen, weiter zu. Also bis Donnerstag im Westen und Süden, ab Freitag dann in der Mitte. Die Temperaturen bleiben dabei auf dem wirklich doch recht hohen Niveau, insbesondere für diese Jahreszeit, also frühsommerlich weiterhin. Der Osten hat generell, also was die Temperaturen anbelangt und auch das Wetter, ja, in dieser Woche eindeutig die Nase vorn. Das sieht wirklich gut aus, Maira. Ich glaube, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, danke. Sehr gute sehr Idee. So, gleich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Sendung hat der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke wissentlich eine verbotene NS-Parole verwendet. Ja, genau diese Frage will das Landgericht Halle heute eben mit einem Urteil beantworten. Unterdessen wurde nun bekannt, dass Höcke genau diese Parole am 1. Mai ein weiteres Mal verwendet haben soll, und zwar bei einer Veranstaltung in Hamm. Da lief der Prozess gegen ihn bereits. Mehr dazu gleich, bleiben Sie drin. Wir bleiben in den USA, es ist nämlich Tornado-Saison, und im Bundesstaat Pennsylvania, da hat nun ein besonders spektakulärer Tornado für Verwüstung gesorgt. Die Naturgewalt zerstörte sofort nach Berührung der Erde Häuser und riss die Trümmer mit sich durch die Luft. Der Sturm entwurzelte auch Bäume und sorgte in örtlichen Gärten für Zerstörung. Die lokalen Fernsehsender riefen die Menschen dazu auf, sich für 40 Minuten in Sicherheit zu begeben. Jedes Jahr kommt es zu schweren Schäden durch Tornados im mittleren Westen der USA. Tja, glücklich ist, wer im ruhigen Deutschland wohnt, da gibt es nämlich keine Tornados oder fast keine, ganz. Ja, nennt man hier noch Windhöschen. Ja, nennt man hier noch Windhöschen. Ja, ja, genau. Ansonsten sieht es schön aus, nämlich so. Absolut, wie genau. Außer in den kommenden Tagen wird die Schauer- und Gewitterneigung dann im äußersten Südwesten zunehmen. Da kommt dann auch einiges an Regen zusammen. Ansonsten, wir im Nordosten, das ist schon wieder viel zu trocken. Will man auch wieder nicht hören. In Berlin und Brandenburg, ja, die Waldbrandgefahr sehr hoch. Also wenn teilweise man im Wald unterwegs ist, schon wieder auf der höchsten Stufe in Brandenburg. Ja, ja. Genau. Also vorsichtig sein. Ansonsten Sommer genießen, Sonne genießen. Solange, also sommerliche Temperaturen. Im Sommer sind wir natürlich noch nicht. Aber ja, also das Wetter mutet jedenfalls so an. Und es wird der wärmste und sonnigste Tag verbreitet mit viel Sonnenschein in dieser Woche. Im Laufe der Woche nimmt die Schauer- und Gewitterneigung dann weiter zu, also bis Donnerstag im Westen und Süden, ab Freitag dann auch in der Mitte. Die Temperaturen bleiben dabei meist auf einem frühsommerlichen, also wirklich hohem Niveau, wobei der Norden generell, also was die Temperaturen, aber auch das Wetter anbelangt, die Nase vorn hat. Hört man gern. Maira, danke fürs Wetter. Oder? Danke. Gerne. So, diese Meldung noch mit auf den Weg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. US-Außenminister Blinken, der hat sich während seines Besuchs in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in einem Club auf die Bühne gestellt und bei einem Konzert mitgespielt. Und die Botschaft an die Ukrainer, Keep on rocking in the free world, Klassiker von Neil Young, geht ja darum, die Hoffnung nicht zu verlieren, auch wenn es schwerfällt. Keep on rocking in the free world.
Nicht mal so schlecht, oder, Maira? Headbanging hier im Studio. Ja, nee, Haare zu kurz. Das hat früher gereicht. Das hat früher besser funktioniert, ja, auch wenn die noch echt sind da oben. Egal, lass uns über das Wetter reden. Man kann schon sagen, Zweiteilung. Also ja, in der einen Seite, da ist mächtig... mächtig Turbulenzen. Kommt noch im Laufe des Tages auf, genau. Und in der anderen Sonne. Und bei uns eitel Sonnenschein. Wir befinden uns auf der Sonnenseite. Ja, aber ansonsten ist es ja im Süden, Südwesten schon seit einigen Tagen ja auch grau. Und heute wird es, wie gesagt, turbulent im Laufe des Tages. Im Norden und Osten bekommen wir davon nichts mit. Und vor allem hier wird es auch warm. Das zeigt die nächste Karte. Von den Küsten bis runter zu den östlichen Mittelgebirgen. Wie Thomas es sagte, eitel Sonnenschein. Der Sonnenschein geht in die Verlängerung. Die kommenden Tage gestalten sich dann ähnlich. Also morgen zunächst fast eine Kopie des heutigen Tages. Am Freitag regnet es dann im Süden länger anhaltend. Am Samstag wird es dann nochmals im Norden und Osten sehr nett. Ansonsten schon wechselhaft. Ja, und der Sonntag wird das dann verbreitet. Wenn es nicht regnet, ist es deutlich wärmer. Ansonsten unter den Regenwolken natürlich entsprechend kühler. Maira, danke fürs Wetter. Sehr gern. Alexander Zverev hat sich beim ATP Masters Turnier in Rom ins Halbfinale gekämpft. Gleich am Anfang gab es eine Schrecksekunde. Zverev rutschte weg, verletzte sich den kleinen Finger der linken Hand. Trotzdem ging das Spiel weiter. Am Ende gewann Zverev gegen den Amerikaner Taylor Fritz. Überlegen mit 6:4 und 6:3. Im Halbfinale trifft er nun auf den Chilenen Alejandro Tabilo. Und heute Morgen begrüßen wir natürlich auch Maira hier bei uns. Guten Morgen. Mit den Aussichten auf noch mehr Sonne in Berlin hoffentlich. Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten von Westen her ziehen einige teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Heute in der Nacht und dann auch noch morgen kommen da einige Regenmengen zusammen. Also da wird es ganz schön turbulent. Bei uns bleibt es trocken. Da haben wir wieder die Waldbrandgefahr. Aber der Reihe nach sozusagen. Und auch einen wunderschönen guten Morgen an Sie. Also im Norden und Nordosten bleiben Sie oder wir auf der Sonnenseite von Westen her. Wie gesagt, er wird es im Laufe des Tages heute teils ganz schön ungemütlich. Morgen bleibt es dann nochmals nordöstlich der Elbe sehr freundlich. Im Süden und Westen bilden sich dann dagegen, wie gerade schon angesprochen, kräftige Schauer und auch Gewitter. Punktuell rechnen wir mit 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Entsprechend sind dann auch in exponierten Lagen Überflutungen möglich. Am Samstag wird es dann überall unbeständiger. An der schwülwarmen Luft bilden sich dann des Öfteren kräftige Regengüsse und auch Gewitter. Aber die Sonne wird auch zwischendurch für längere Zeit zum Zug kommen. Also einiges los beim Wetter derzeit. Auf jeden Fall ein turbulentes Pfingstwochenende steht uns. Ja, Maira, auch das. Danke fürs Wetter. Thomas ist ganz, ganz aufgeregt. Heiß. Kann es kaum erwarten, wenn in 4 Wochen die EM beginnt. Aber heute erfährst du ja erstmal am Mittag, aber leider wer für uns auf dem Platz steht. 13 Uhr. Ich meine, wobei, muss natürlich sagen, ja, die Spannung ist ja so ein bisschen raus, weil ein paar Teilnehmende hat man ja schon in den letzten Tagen so häppchenweise mitbekommen. Die Kampagne war ein bisschen umstritten, würde ich jetzt mal sagen, das so überall so zu verteilen. Ja, aber jetzt erfahren wir alle. Das war innovativ, fortschrittlich. So? Aber ein paar Namen fehlen. Thomas Müller beispielsweise wurde noch nicht erwähnt. Also wir sind sehr gespannt, wer da heute also noch verkündet wird. Am 14. Juni ist es soweit mit dem Eröffnungsspiel in München. Was heute noch von Interesse ist, in jedem Fall vielleicht für Sie auch von Interesse sein könnte, die Themen, die wir behandeln werden. Um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz. Die gibt es in jedem Fall live hier bei Welt. Ja, und da wird nämlich der vollständige Fußballkader für die Europameisterschaft bekannt gegeben durch Julian Nagelsmann. Dann um 15 Uhr Steuerschätzung durch den Bundesfinanzminister. 18 Uhr Gedenkveranstaltung Platz der Hamas-Geiseln. Wie gesagt, Themen, über die wir heute in jedem Fall berichten werden hier bei Welt. Die Nachricht noch mit auf den Weg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch im Himalaya-Staat Bhutan gibt es Nichtschwimmer. Vor allem die jüngeren Menschen können das wohl nicht so gut. Da hat man sich gesagt, okay, stellen wir da jetzt mal eine Schwimmhalle auf den Berg. Schönes Bad, da kann man sicher schwimmen lernen. Wie gesagt, bisher können das die meisten Kinder und Jugendlichen in Bhutan nicht. Wobei andererseits das abgelegene Königreich verfügt über viele Seen, viele Tümpel und das neue Schwimmbad. Übrigens liegt 2400 Meter über dem Meeresspiegel, gilt damit als das höchstgelegene der Welt. Ja, in einem Pool war ich diese Woche auch schon draußen, weil das Wetter in Berlin ist so gut gewesen. Angebadet. Angebadet. Natürlich. Am Montag.
Wir sind doch keine Warmduscher. Muss ich aber langsam nachziehen. Ja, definitiv. Kann ich denn jetzt noch weiter meine Badesaison planen? Ja, wir auf jeden Fall. Allerdings im Westen heute und dann später auch im Südwesten in der Mitte. Da kann man sich auch rausstellen, aber es ist eigentlich zu gefährlich. Das war jetzt ein blöder Spaß. Es wird nämlich zum Teil heftig regnen. Kann auch Gewitter mit eingelagert sein. Also es wird im Westen ziemlich turbulent, von Westen her kommt und dann im Südwesten. Also gucken wir gleich mal auf die Einzelheiten. Aber im Norden und Nordosten, ja, da bleiben wir weiterhin auf der Sonnenseite. Allerdings von Westen her kommen im Laufe des Tages, ja, ganz schön Niederschläge, turbulente Niederschläge auf uns zu. Morgen wird es dann nochmals nordöstlich der Elbe sehr freundlich. Im Süden und Westen bilden sich dagegen ja, erneut kräftige Schauer und auch Gewitter punktuell. Schauen wir gleich mal auf die Aussichten. Punktuell sind dann nämlich auch 100 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich. Überflutungen dann natürlich in exponierten Lagen möglich. Am Samstag wird es überall unbeständig und in der schwülwarmen Luft bilden sich dann des Öfteren kräftige Regengüsse und auch Gewitter. Allerdings die Sonne kommt zwischendurch auch für längere Zeit zum Zug. Ja, das Pfingstwochenende wird dann leider nicht ganz so schön wie die vergangenen freien langen Wochenenden. Ja, dann muss man es schön machen. Ich meine, ja. Da hast du recht. Danke, Maira. Positive Aussichten auf einmal. Machen wir uns das einfach. Das so. Kennt man gar nicht, ja. Vom Klug, oder? Das habe ich so nicht gesagt. Dankeschön. Ich bin auch ganz überrascht. Hey, was ist denn los? Was ist los mit dir? Wir schauen jetzt gleich nach Duisburg. Dort hat es jetzt am frühen Morgen eine Razzia gegeben und ein Verbot einer pro-palästinensischen Gruppe durch Innenminister Herbert Reul. Greta Wagner ist für uns mit dabei. Wir werden gleich mit ihr sprechen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Wir haben heute aber natürlich auch gute Nachrichten und die kommen aus dem Bundestag. Dort geht es buchstäblich unter die Haut. Mehrere Politiker hatten sich nämlich im Zeichen der Organspende unter die Tattoo-Nadel gelegt. Die ungewöhnliche Aktion wurde mit dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Stefan Schwarze, und dem Verein Junge Helden ins Leben gerufen. Die Mitglieder des Bundestags hatten die Möglichkeit, sich das inoffizielle Organspendetattoo unter die Haut stechen zu lassen. Das Ziel der Veranstaltung soll natürlich sein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und sich mit diesem Thema, also mit der Organspende, auseinanderzusetzen. Und gleich sind wir zurück und schauen aufs Wetter, denn da braut sich auch heute noch mal einiges zusammen, vor allem im Süden des Landes. Die Einzelheiten hier gleich bei uns. Bleiben Sie dran.